Das ist 164, 146. Ich gucke aber, ich bin immer das ist. Und die alten Pfeile hier. Was ist? Machen, dann die letzte Stimmung kommt und dann gerade.
I
Yeah, no, I'm
Ich
passiert ist, okay? Ja, oh, ja. Yeah, I'll be in.
think that was a good idea. Yeah. The reaction button is easy to handle right now. That's a good idea. To go out. How could it have been way? Everybody pause your games, please. Pause your games. I need your money now. €5 per person. Welcome to Yedo 164. Now, first round is going to be Ace versus Pink Butt. I want that on stream, actually. Oh my god, that's going to be nice. We got Strawstream versus RML, Geldmann versus Gurkenheinrich, G-Pipes versus Muff, and Bob Target versus Olong. Ekim, NRW Mann, and myself have a bye. Was geht, Tuffkopf? Leg nächste Woche 5er mit, wir haben keine 5er mehr. Sind das denn Münzgeld? Keine 5er mehr. Oder Münzgeld, das glaube ich auch gut. Keine?
I'm waiting for. I'm waiting for Bob Target or Olaf. That's a rough first match. Hey Chat, ich sehe euch nicht, aber irgendwo seid ihr mit Sicherheit. Der zweite Monitor ist auch nicht an. Hier läuft alles drunter und drüber. Ich sag's euch, wie es ist. So. Chat. Twitch-Chat. Nee, das war nicht, was ich machen wollte. Das ist hier so eine Linux-Oberfläche. Ich habe keine Ahnung, was man hier machen soll. Accept Cookies. Stream Chat lädt. Connecting to Chat Ding. Oh, da ist doch ein Chat. Nice. Okay. Chat, ich habe euch gleich irgendwann irgendwo. Und wir haben Pinkbird gegen Ace. Ja, die Ports und alles stimmen, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. So, perfekt. Pinkbird ist rot, erster Port, und Ace ist grün, vierter Port. Das ist perfekt, das geht sich aus. Jetzt muss ich Slippy mal kurz kleiner machen. Damit ich den Chat wieder finde. Da ist er. Und da steht immer noch Connecting to Chat, also keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Okay. Der Chat scheint nicht zu wollen. Chat, ich bin jetzt ohne euch. Sie warmern auf jeden Fall die Hände. Sind User im Chat? Ja, es steht nicht da. Ich krieg's hier einfach nicht connected. Naja. Dann halt nicht. Ah, auf dem Laptop. Alter, bei mir ging heute richtig alles ab. Bürgeramt Dings einen Reisepass holen, weil ich fahre nach England. Auch deinetwegen, Tufkab, dankeschön. Es ist wirklich sehr dunkel, ja. Gesungen wurde nicht, nee. Aber ich habe heute, es wurde auf jeden Fall oft genug gesungen heute für mich schon. Ich bin fein damit, dass jetzt hier nicht nochmal gesungen wurde. Kann ich mit leben, sag ich mal. So. Ich weiß auch gar nicht. Ja. Warte mal. Hey, ich wollte jetzt gerade das Licht hier, so eine kleine Lampe, so eine kleine Tischlampe, aber die ändert auch nichts. Die Kamera wird hier ein bisschen so stiefmütterlich behandelt auf jeden Fall. Okay, Pinkbird gegen Ace. Das ist 8. gegen 9. Seed, aber ich glaube, Pinkbird hat noch nie gegen Ace gewonnen. Also es ist eine kleine Skill-Disparity. Pinkbird ist ja auch ein sehr neuer Spieler. Ace kam her aus Kolumbien im Dezember 2021. Jetzt also auch schon über ein Jahr dabei. Pinkbird und RML kamen ein bisschen später dazu. Aber Ace hat auch schon gespielt, als er hier ankam. Und das war tatsächlich sein Geburtstag, als er hier ankam. Nee, es war Alex' Geburtstag. Er hat gegen Alex gewonnen an seinem Geburtstag. Das war wirklich sad. Aber Pinkbird hat das ganze Wochenende richtig viel gegrindet, weil wir waren nämlich in Nürnberg bei Icemess und da war er auch dabei. Und er ist natürlich, ne, er ist heiß. Er will auch langsam mal hier mal ein Upset kriegen, auch langsam mal anfangen, so Leute zu besiegen hier, auf die so ein bisschen über seinem Level sind. Gegen Muff setzt er sich schon immer ganz gut durch, aber und gegen RML, aber gegen Ace hat er, glaube ich, bisher noch keine Schnitte gesehen. Dann hofft er vielleicht, das heute zu ändern. Oh, beides auf jeden Fall relativ neue Spieler. Oh. Und das ist eine Down Air. Und das könnte das Dock sein. Jupp, nach oben raus. Da wäre vielleicht noch ein bisschen Platz für die Ei gewesen nach rechts. Aber es hat dann nicht sein sollen. Sollen sein. Und ja, Luigi ist natürlich ein bisschen tricky zu kriegen. Gerade wenn du das nicht so richtig gewohnt bist. Der hat ja... schön. Schöner Trade für Pinkbird. Ist jetzt ein ganzes Stock vorne, nicht übel. Aber Luigi kann explosives Punish Game haben. Ist jetzt aber was bei Ace eher selten passiert. Er ist, wie gesagt, auch noch relativ grün hinter den Ohren. Okay,
Okay, mal schön mit der Sidebeam, mal schön den Südwesten kanalisiert. Oh ja, sauber mit der F-Smash reingegangen hier. Einfach ein bisschen Damage racken. Jeder, also alles, was er jetzt an Damage macht, ne, das ist ein alter Hut. Das wisst ihr sicherlich alle schon, ne, die ihr von zu Hause zuguckt. Aber alles, was er hier an Damage macht, ist additional. Das ist extra, weil er hat einen Stock Vorsprung. Und jetzt hat er fast zwei Stocks Vorsprung. Die Up-Smash fast gekillt. Oh, sehr guter Double-Jump da von Ace. Aber dann mit einer sehr unsafen Aerial runtergekommen und Pinkbutt hat ihn abgefangen mit einer Up-Smash. Und so liegt er 3 Stocks zu einem vorne. Es sieht gut aus für unseren Boy von der Sonderlee. Nochmal den Südwesten, den inneren Südwesten geholt. Er hat vielleicht zu viel Ricks geguckt am Wochenende, als wir bei Eismus waren. Kann sein. Diese Sidebees aus der Ledge-Gegend, Alter, die gefallen ihm schon ziemlich gut. Aber ich meine, wenn es funktioniert, war, er hatte, glaube ich, die Dash-Attack wollte er nicht machen. Ich glaube, es sollte eine mehr sein. Aber er konnte sich befreien aus dem Opening, was Ace bekommen hat. Jetzt Down-Smash, Up-Tilt. Kriegt kein Follow-up, aber ist immer noch am Drücker, immer noch Stage-Positioning. Und dann wollte Ace ganz, ganz nasty mit einem Missfire ihn hier erwischen, aber das Glück war ihm nicht vergönnt. Und jetzt hängt sich Pinkbutt nicht ran. Oh nein, er geht für den Shine-Spike. Holy shit, was für ein Timing. Dang, und so liegt er 1-0 vorne. Und Geldmann hat sich mit einem 3-0 gegen Gurkenheinrich auch den Einzug in die zweite Runde gesichert gegen Strawstream oder RML. Zweite Runde ist ganz schön rough, ne? Ja. 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 Ja, wartest du noch ein wenig? Du kannst ja zuschauen, nicht wahr? Ja, gerne. So. Na klar. Du musst noch warten, und zwar auf den Verlierer von Strawstream IML. Okay, Final Destination hier natürlich. Oh, sorry fürs.
Wo hört er uns? Hört er mich jetzt? Tschüss. Tufkopf, hast du mich? Ich glaube, Teufel müssen wir auch mal starten. So, ich glaube, jetzt musst du es cutten, ne? Anyone in front? Oh, hallo Junge, let's go. Was geht? Das ist Maxi. Warst du bei Marcadian dabei? Ja. Das war der, der hinter der Bar fast immer stand. Ah. Sound now works. So, hört mich. Test 1, 2, 3. Decisive moment of nice, I'm very happy. So let's go, we did 3-1. Nice.
we're not anymore that gang. So, wie steht das denn hier gerade bei dir in dem Chat? Wie war das denn? Boah, ultra close, last auf jeden Fall.
zuerst 2 Nullis und dann haben wir 2 Games, die ich komplett befehlt habe. Thank you.
what the stream name is? It used to be Berlin Smash and now it's Berlin Melee, but it's kind of hard to find. Like you can see it here on the screen now. At Berlin Melee. Oh yeah, there it is. It's a new, it doesn't show up so quickly. Where are we? Oh lol, I'm up here. I have never been up here. The Oolong. What? So, if you're aggressive, you play Fox? Yeah. You want to keep playing?
I think I'll get a beer with you. You what? I'll have a beer. Oh yeah, it's a loser break. Exactly. Thank you.
cool. Thanks, man. It would've been so cool if I could pull that. Yeah, that was 3-2, right? Yeah. And he, He dropped. Yeah, he did. Yeah. He's standing right there. He really, he had no business losing game two. Yeah. I feel good though. I never beat you. Under Yoshi's game, I was like, yeah, I probably have to play against Bob Tiring. Or maybe he will win. And then I saw your ST and I was like, maybe not. And then I saw Conti SD, I was like, I don't know anymore. I don't remember SD. Who is he? You will see. Who are you waiting on? Waiting on. Alright, they believe in you today. Look at that. Dennis can play against cheap cards. I can play against all of these. Yeah.
you know this score. Peeps, what's the score? Yeah, this is Konati. Katsu. Score 2-2-2-2. Thank you.
Masters, Game 5. Bist du auch für den Pinball-Fan? Three, two, right? Yeah, three, two.
But not against Falco. What about? Actually, I would mean, for whatever reason, I just my Falcon has got to pass. I want to turn the battle over. Ding! Yeah, it's fucked up. It's fucked up. Set two. It's fucked up in this game. Thank you.
top four, I'm still in.
Grants, by the way. Yeah.
5-5. Yeah.
I thought the suicide arrow was going to hit for sure. I was like, oh, yeah, this is over. I was like, wait, where's my sock? Yeah. I was too confident in the spacing. But I felt it in my arm. I was like, oh, this is it. The preset pop-up. Anger in his face. He's in my head. He's in my head. Team B. It's just so fucking cool. Four. Four. What the? This guy's way too good at RPM. What the hell, man? Why did you even try? He's in my head. He's in my head. It's because of the Yeah.
The mouth. You can't escape. You can't escape. By the way, Mike is not working now. So you can commentate. Sit here.
Did Marius already leave? Yeah. Because he bought me a pack of cigarettes and he didn't drink. That's the Marius. Also there's... Thank you.
chat. Sorry for joining you late, but this is going to be a long one because Guns is going to do the comeback, I believe. Difficult stage to do it on. Might have to win here twice, but, you know, that's how it goes sometimes. He's had some controller issues, some flubs that are not necessarily uncharacteristic of him because he doesn't play too much melee, but he's definitely a solid player and he's got the dog in him. That's an up tilt and that's going to be an edge guard, but Kansi goes to the... No, goes through the top platform. Interesting choice here. Would have been hit anyway. Oh, that's going to be there? Yeah, but too high up. Oh my god, and lands right in front of the tipper. On the platform, not too good. Kansi's feeling the pressure right now. Not too happy with his play. Oh my god. And he's had a bracket of all Mars today. So, you know, if anyone's ready for this, he is. And that's now he's looking down the barrel of a 4-stock right here. But I don't think Ikim is going to get it because he's one hit away from dying. And that's going to be that hit. Now, is Kansi going to be able to do the comeback and then the comeback within the comeback? Looking difficult. But, you know, Falcon can kill it. Like basically 50 or something if he does it right, and there we go, 1-0 death. That's gonna be an opening that he needed. Maybe he gets another one of those very cracked punishes of his. Oh, he can go to the ledge. Yeah, it's pretty difficult for Marth to get back from the ledge, but you know, Falcon not oftentimes can do too much about it. Got a proper gentleman. Oh, that's so unfortunate, but he can mess up the edge guard though. That's gonna be a... Okay, I thought he was going for like a 4B there, but didn't go for it. This edgeguard though is looking good, and that's gonna be a 3-2-1. Ikim takes the tournament. Ikim taking Berlin. Fuck. We let us being colonized here by the Swedish invader. And Rev in chat is revving up. Stockholm wins, yes. That's right. Yeah, Rev is in the chat. Let's go Rev. Rev. And also Roscoe. Let's go Roscoe. Roscoe was in Berlin for a while as well, right? I remember the name. Oh no, I think there was Fat Roscoe or something. Yeah, Fat Roscoe. Fat Roscoe, yeah, okay. Yeah. Well, unfortunate stuff for our local hero, but still second place, you know? Oh yeah, it tastes like cereal, that's right, yeah. It tastes like chocolate chip cereal. Sandgebäck. Tell Ikim to say hi to his mom. Also, do you want to play like, some red for that? Huh? Yes. I'm going to do a craft session next week and my talents are gone. I will. Uh-oh. Are you ready? Yep. Yeah. Yeah, on Saturday.
to it when you're like 14. Yeah. If you don't, you're just describing my youth. Yes. I am. It's like beer. No. Beer is like. No, I bought it because I thought it was beer. I feel like beer is more like a thing you. You hate it first and then you get like. You become. The taste comes from you. You know, you start enjoying it. I guess that doesn't happen with any amount of mate consumption unless you started at 14. No, D5 is not. I like the red one. Yeah, that's right. Hey, you're weird. I'm addicted to caffeine. It's kind of cheating. Yeah, but licorice? Yeah, I love licorice. Dude, I love Turkish pepper. That's the greatest so shit ever. Yeah. It's Turkish pepper. That's like licorice candy. It's from Sweden or from Norway? Is that a cockle? Fucking off. Dude, actually fucking off. Try some of the perks for like snacks. Yeah. There's a bunch of like, you can get like Gusman or something.
the hands down best turbo. Just like a tandoor red, I guess, but it's insane. Yeah. Oh no, bro, like from your Swedish kebab is the fucking worst. Yeah, I heard about pizza. Kebab pizza is also so fucking DJ. I hate that. Have you seen this? Kebab pizza is so DJ that it actually made its way across the ocean, the sea. People say it's like the best kind of food. That's pizza. Yeah. I guess it's like a super. Not sure about that. You just did the playlist. I did tequila, so. What was pizza? You said bacon, pizza, what else? Hangover, yeah. And for some reason, coffee and iced coffee were in there as well. And just of course, not iced coffee. Iced coffee is a lot higher than coffee. I don't know, coffee's very universal. But if I'm too dehydrated, like I just can't do it. I guess it depends on how. Did you know that actually coffee does never like dehydrate you? It's just me. I feel like the only bad part about drinking coffee after you drank a lot is like it just makes the poop that much worse. Like you're already like shitting like juice or whatever, but like the I haven't just had juice and water. The coffee just makes it come out faster and like more uncomfortable. But other than that, I love a coffee like after drinking. Just a good coffee. What do you have off the ices? Okay, Schmitz. We should have gotten, I should have gotten the gates.
type, but I always thought that was super funny. But Mars can actually That's it. But actually the jump up is so much faster. Yeah. And the LP is
Still go good, man. Fuck. Thank you.
should try and get his knock on it. Open up one. But I feel like also in summer, being going to the cinema inside is also like just a nice thing to do at home. You have to worry about like 40 degree weather. Yeah, same. I registered like in the first minute. I was so worried that it's gonna sell out.
put on the like. I mean, it would suck for a Stockholm person to sit at home. Yeah. Not be able to go there. Classic. West is a tech stuff, huh? That's a little rust-based, little
Und das war ein bisschen cooler, aber ich war dann immer so ein bisschen ein. Ja. Hab ich hatte schon Spaß, aber ich brauche Zeit. Ich bin drin nach wie vor, jetzt wo mein Heimweg nicht mehr ist. Seitdem mache ich hier bei draußen nicht mehr was. Mag es auch voll. Videospiele, ja, aber es muss halt wieder sein. Ich will nicht, wenn du Videospiele spielst und Videospiele spielst, mehr so. Ja, wenn das Kylo Ren, das passiert selten. Ich habe schon erkannt, dass Mike Anderson played. Ja. Weil das ja auch kein Kind ist. Das ist halt nicht mehr so leicht beachtlich. And like, I don't have that many good players. Und ich habe mich jetzt right now, Okay, yeah, let's say, is there like,
funny. Of course they're beat like Bob and Jordan.
Ja, ja, das, wenn ich also, die wollen ja noch so Sachen, also Sachen essen, die sie dann kennen. Ja, was ich halt nerv, weil es echt ernsthaft zu sagen. Ja, genau, das, aber das ja, aber es geht auch für andere Sachen. Du ja ein Video-Restaurant gerne mal, der 15 und 20 Euro ausgibt, um die Werte. I'm gonna stop the live stream. See ya. Until NATO.